Und damit herzlich willkommen, liebe PlayStation-Freunde und liebe VR-Freunde, zu einem weiteren Test für das PlayStation 4 Magazin PlayStation Experience. Wie immer findet ihr sämtliche Links zu PlayStation Experience unten in der Beschreibung, seine Buchstaben. Und wir testen heute Drive Club VR. Und auch hier wieder die kleine Warnung von mir: Wer anfällig für Motion Sickness ist, der sollte dieses Spiel in Maßen genießen, denn auch hier geht es relativ rasant zur Sache. Hat ein Autorennspiel halt so üblich, ihr wisst, was ich meine, ne? Und bevor ich mich hier weiter verplapper, starten wir einfach mal ein kleines Rennen. Wir nehmen einfach mal eine Einzelveranstaltung und starten einfach mal ein ganz, ganz, ganz stinknormales Rennen. Wo fahren wir denn? Wir wollen natürlich auch ein bisschen Umgebung haben hier, wa? Wir fahren mal im wunderschönen Japan. So, ein ganz normales Rennen. Das ist ein Start-Ziel-Rennen. Das ist auch ein Start-Ziel-Rennen. Das auch. Das ist ein Rundenrennen. Ja, wir gucken uns mal was irgendwie in der Stadt an. So. Jetzt können wir die Tageszeit einstellen, die Bewölkung. Und wir können uns ja schon mal so ein kleines bisschen umgucken. Und ihr seht, das sieht geilst aus. Das sieht einfach nur geilst aus. Nicht ganz so gut wie beim richtigen Drive Club. Das ist aber klar. Immerhin ist das hier die VR-Variante. Da muss man ein paar Abstriche machen. Ihr seht zum Beispiel relativ wenige Schatten, bis gar keine. Aber das ist egal, das ist egal. So, wir bestätigen jetzt erstmal die Tageszeit und können jetzt hier noch die Details ein bisschen einstellen. Schwierigkeitsgrad Semi-Pro. Ich gucke mal, kann ich das noch ein bisschen runterstellen? Denn ich bin ja ein Amateur. Anzahl der Gegner können wir nie. Die können wir mal ganz hochstellen. Runden fahren wir mal 3. Kurvenflaggen stellen wir mal aus. Gegnerfahrzeuge, Spielerklasse, Spielerfahrzeuge, das lasse ich einfach mal. Fertig. So, damit wir jetzt hier nicht im Rennen total untergehen, machen wir das so. Und jetzt können wir uns das Auto aussuchen. Ich habe noch nicht so viel freigeschalten, deswegen müssen wir mal gucken. Der sieht ja nice aus. Mit dem rechten Stick könnt ihr hier übrigens die Plattform hoch und runter fahren. Und das Ganze drehen. Ey, die Karre sieht ja mal richtig geil aus. Was ist denn das? Ein Peugeot Elektromotor. Steht hier auch irgendwo der Typ? Ach da. EX1 Concept. Okay, schauen wir mal, was wir sonst noch zur Verfügung haben. Ich habe zwar schon ein paar Ründchen hier gedreht, aber ich glaube nur so diese Tutorial-Runden und ein, zwei Rennen so. Wir nehmen mal das Ding. Das Ding sieht total geil aus. Und jetzt können wir uns mit Dreieck das Auto auch nochmal genauer angucken. Netter Autowagen. So, jetzt so sieht das Cockpit aus. Alter, ist das geil. Hui. So, können wir hier? Nee, wir müssen aussteigen. Wir steigen mal. Ich nehme mal das in der Mitte. Okay. Sehr geile Karre. Ich frage mich nur gerade, wo meine Beine sind. Ach, das ist so ein Ding, wo man quasi drin liegt. Geil. Ja, dann gehen wir nochmal zurück und fahren das Rennen. So, hier können wir jetzt die Farben so ein bisschen anpassen. Was nehmen wir denn Schönes? Das sieht doch geil aus. Das nehme ich jetzt. So, und dann geht es jetzt ab nach, wie hieß es? Ach da, Guyo. Noch Guyo. So, wir zentrieren mal nochmal eben schnell das Bild. So, eine Sache. Oh, wir fahren in der Nacht. Na denn? Hey, cool. Oh, Entschuldigung. Und so steigen wir ein. Okay. Alter. Mach die Tür zu. Hey, das ist sie. Jetzt so. Jetzt geht's los. Wir können mit dem Digitalkreuz noch so ein kleines bisschen das Cockpit hoch und runter. Also so sieht man die Straße ein bisschen sehr wenig. Ich gehe mal ein bisschen höher, einfach um das Fahren etwas zu vereinfachen. Und jetzt geht's los.
Das Ding hört sich an wie ein Jet, aber es liegt am Elektromotor. Na gut, hört sich an wie ein kleiner Jet. So, aber was ich euch schon mal sagen kann, das habe ich in den Testrunden schon mitgekriegt. Man hat dadurch, dass man hier viel direkter im ganzen Geschehen ist, ein viel besseres, ja, ich sag's und flieg raus aus der Kurve, ein etwas besseres Gefühl für die Kurven, wann ich auf die Bremse gehen muss und so weiter. Wenn man das Ganze mit einem Lenkrad spielt, kommt das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen intensiver rüber. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr ein Lenkrad habt, spielt es damit. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie gut es mit dem Lenkrad rüberkommt. Denn ich denke mal, die Immersion ist mit einem Lenkrad nochmal... Wo muss ich denn lang? Ach, da lang. Scheiße, ich muss mich mal kurz auf die Strecke... Boah, scheiße, das habe ich ja total verkackt hier gerade. Aber das ist der Vorführeffekt. Na gut, wir haben ja noch ein paar Runden vor uns, da können wir ja noch ein bisschen was rausholen. Und wir haben ja auch bewusst auf Amateur gestellt, weil ich genau damit gerechnet habe, dass ich hier total ablose. Wow. Die Karre hat natürlich dadurch, dass sie einen Elektromotor hat, eine etwas bessere Beschleunigung. Und das merkt man auch. Ja gut, ich fahre jetzt hier auch auf leicht, da ist es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen einfacher. Aber ich habe das Gefühl, dass die Beschleunigung besser ist. Also siehst du, das sah doch schon mal viel besser aus als in der ersten Runde. Und wir führen das Feld sogar an. Ich fahre ja ganz ungern bei Nacht. Auch richtig so, im richtigen Leben fahre ich ganz ungern bei Nacht. Vor allen Dingen, wenn es nachts regnet. Boah, fürchterlich. Uah. Ah, scheiße. Hab dich. Ey. Boah. Ich bin ja generell nicht so der Autorenntyp, aber das hier tut schon sehr, sehr gefallen. Ich weiß, man tut nicht tut sagen. Tut, tut. Aber ich tue es jetzt trotzdem sagen. So. Bin jetzt hier auch voll in der Konzentrationsphase, Freunde. Ah, ich bin ein bisschen schneller. Ja, sehr schön. So, war das jetzt... Ach, das war ja schon die dritte Runde. Da kommen die Nachzügler. Nein. Wow, oh, der Sternenhimmel sieht auch geil aus. Ich wünsche mir eine Space-Simulation für PSVR. So, so viel dazu. 3 Minuten 20 haben wir gebraucht. Auszeichnungen. Okay, hier kriegen wir jetzt natürlich die obligatorischen Erfahrungspunkte für das Fahrzeug und für die Fahrerstufe an sich. Da seht ihr, ich habe schon Stufe 3. Ja, was heißt schon? wir machen mal weiter. Eins machen wir noch. So, wir können mal... Fahren wir mal ein Sprintrennen, wa? Ja, wir fahren jetzt einfach mal so ein Sprintrennen, so ein Start-Ziel-Rennen. So, hier sind wir gerade gefahren. Indien, Chile, Kanada. Nee, wir fahren mal nach Norwegen. Ich liebe Norwegen. Und das gönne ich mir jetzt einfach mal. Ich muss mal eben schnell das Headset ein bisschen festziehen hier. So. Warte mal, ich muss mal kurz zurück. Ich habe mir jetzt gar nicht angeguckt, was wir sonst noch haben. Ach so, das ist mit Zeitrennen gemeint. Alles klar. Ja, ich habe es halt lange nicht gespielt. Ich bin ein bisschen raus. Nee, das ist auch doof. Ich habe ewig keinen Drift mehr gemacht. Wir driften mal durch Norwegen.
Das hier sieht gut aus. So, wir machen mal Tageszeit. Warum ist denn das so finster? Tageszeit, oh, 14 Uhr. Bewölkung. Klar. Wolkig, zufällig. Nee, wir machen mal klar. So. Veranstaltungsdetails. Kurvenflaggen aus. Na denn, lass uns mal loslegen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen natürlich eine Karre, die ein bisschen driften kann. So. Driften. Okay, die beiden sind weniger zum Driften geeignet. Wir können ja noch mal ein kleines Stück bis nach hinten durchgucken, ob wir noch irgendwas anderes haben. Nee, sieht nicht so aus. Aber hier sind ja auch so viele Fahrzeuge drin. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dem und lassen einfach auch mal die Anpassung so, wie wir sie ausgewählt haben, und starten wir in den Drift. Bestenliste: Big Dog und Eddie Nope. 2985 müssen wir also knacken. Schauen wir doch mal. So, wir verlieren mal keine Zeit, sondern starten mal direkt. So. Oh Gott, ich und Driften, Alter. Ja, ihr seht's gerade. Nicht meins. Alter. Habe ja auch zum Driften die ganze Zeit einen falschen Knopf gedrückt. Uah. Auf Kreis ist Driften. Ich habe die ganze Zeit auf Viereck rumgedrückt. Immer und wundere mich, warum die Karre nicht driftet. Okay, das war jetzt nichts, aber wir haben trotzdem eine Trophäe gekriegt. Wir starten das Ganze mal neu. Oh, das sah schon gar nicht mehr so verkehrt aus. So, 1400 haben wir schon mal. Das sieht schon mal besser aus als im ersten Rennen. Wir haben aber schon die Punktzahl geknackt. Das ist schon mal was wert. Ah, der war geil. Jawohl, wir haben die Punktezahl geknackt. Mächtig viel Gegend hier. Sieht schön aus. So, gucken wir mal. Wir haben ihn erstmal geknackt. Ja, gut, da haben wir ein bisschen abgelost, aber was soll's. So, ja, das war es dann jetzt erstmal. Können wir nicht zurückgehen ins Hauptmenü? Möchte ich gerne zurück. Ah, jetzt sind wir wieder im Hauptmenü. So, und hier können wir im Grunde auswählen, was wir spielen wollen. Wir können einen Club erstellen, Club suchen. Hier sind die Einstellungen. Hier können wir unsere gespeicherten Wiederholungen sehen. Und in der Garage können wir uns angucken, was wir für Fahrzeuge haben. Aber das brauche ich euch nicht zeigen. Ich will euch selbst hier auch ein bisschen was überlassen, was ihr euch hier angucken könnt. Hier sage ich jetzt erstmal danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Vergesst nicht, unten in der Beschreibung alle Links zu PlayStation Experience. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Spiel wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei Drive Club VR. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.